Manfred denkt, er wäre extrem produktiv. Bist du da stehen? Guck ihn dir an, wie er da rumstolziert, wie so eine Tunte. Oh shit, Mann, was ist mit ihm los? Alter, jetzt machen sie hier noch so Verkehr, ne, die Schweine. Das sind wir vielleicht richtige Ferkel da. Guck mal, wie er die Kanone reitet. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Totally Accurate Battle Simulator Pre-Alpha 020. Ihr habt mich schon vor längerem angeschrieben und darauf hingewiesen, ich soll das doch unbedingt mal spielen. Ich komme leider jetzt erst dazu, aber jetzt können wir es auch ausgiebig pimmeln. Es gibt ganz viele Level, die man gewinnen muss. Sowas finde ich schon mal geil, dass man sich so durchackert. Und es gibt auch einen Sandbox-Modus. Ich zeige euch erstmal das Spiel an sich. Passt auf. Level 1. Ich habe es noch nicht gespielt. Wir können uns hier Leute aussuchen, ne? Peasants, Boxer, Farmer, bis hin zu Havacha, keine Ahnung, was ist das? Ballista sind diese Zacken-Schieß-Armbrust-Apparate. Wir können insgesamt 50 Units setzen und haben $200. Hier stehen immer die Preise dabei. Zum Beispiel holen wir uns jetzt mal zwei Musketenmenschen, ja? Dann setze ich hier einen hin und hier einen hin. Das ist einfach unsere Aufstellung. Jetzt haben wir noch 40 Money. Jetzt holen wir uns doch hier so einen Speermann in der Mitte und schon legen wir los. Achtung, unsere Truppe, unsere Truppe ist die rote Truppe, ja? Wir sind die behindert aus. Wow, krass, Achtung, der Speermann ersticht. Okay, Leute, helft dem Speermann, schieß doch mal. Wie ist das stehen? Nein, nicht den Speermann, nein. Oh fuck, die Aufstellung war scheiße, fuck. Das kann er doch nicht machen jetzt, oder? Schafft er das noch? Oh, voll in die Nüsse. Ja, super, wir haben verloren. Ah, das habt ihr euch ja mal nicht gut ausgedacht, die Strategie. Ich würde sagen, wir holen uns schon eine Muskete, die hier einfach hinten steht. So, die draufholt die ganze Zeit, ne? Und dann holen wir uns einfach Boxer, ganz viele, die vorne so stehen. Oh Mann, sind die cool! Ja, box die tot, komm! Okay, okay, wir haben noch drei Boxer. Oder? Ich sehe das nicht. Guck mal, ihre Ärsche. Ja, weg, Chibi. Also, jetzt sind wir bei Level 2. Barbaren und Farmer wollen gegen uns kämpfen, ja? Barbaren und Farmer, das ist ganz klar. Wir nehmen unsere Muskete mit, die stellen wir hinten rein. Ihr könnt übrigens an der Stelle für das nächste Video, das ich hier verdrehe, könnt ihr mir so Zeichnungen schicken, per Twitter oder Facebook oder wie auch immer. Da könnt ihr mir einfach Zeichnungen schicken, wie ihr, wo ich wen hinstellen soll. Eurer Meinung nach, für mal ein Level. Samurai, hier ein... Guck mal, wie viel Geld wir haben, ja krass. Ja, dann holen wir noch einen Archer da hinten hin. Guck mal, wir machen hier noch einen Archer hin und hier noch einen hin. Wir haben immer noch so viel Geld, dann holen wir uns einfach nochmal ein Wikinger, der hier steht und einer, der hier noch ein bisschen mit verteidigt. Zwei Schildmänner, drei Samurais, die vorne messen und noch ein Speermann, der da hinten steht. Los! Ja, Leute, kommt. Oh Gott, sind das viele, fuck. Alles klar, die haben sogar Mistgabeln. Sind die wahnsinnig, oder was? Ja, kloppt euch, komm. Ey, die pimmeln uns, ne? Guck mal, der rennt weg. Nein, schlag mich nicht, nein. Ich bin nur ein Speermann, nein. Ja, die stacken hier, sehr gut. Komm, Schildmann, du lenkst die ab. Oh fuck, hör auf, die Leute anzugreifen. Ja. Oh shit, Mann, was ist mit ihm los? Das ist so akkurat, dieser Simulator. Genauso kann man es sich vorstellen. So war das damals. Oh shit. Der eine. Oh, das war voll in der Hals. Leute, das Spiel flasht mich weg. Das finde ich so geil hier. Ich mache wieder zwei Musketen hin und dann einfach ganz viele Boxer da vorne. So. Go! Oh, der ist ja fast hingefallen, der Boxer. Die brechen sich einfach das Genick. Auf, Männer. Los, tut es, ja. Shit, was ist denn das? Was ist denn hier los? Ganz viele Arsch. Oh! Prügelt euch. Oh, shit. Ey, wir haben no chance, Leute. Hört auf, mit den Köpfen zu wackeln. Ihr habt keine Chance. Oh, shit. Guck, wie das hier aussieht. Matrix. Oh, in den Kopf. Ja, ihr schafft es. Ja. Nein. Komm, die treffen dich nicht. Die treffen dich nicht. Weich aus wie... Oh, fuck. Das sind mal vielleicht Helden, ne? Arschlöcher, Blöden. Wir bauen hier eine Muskete hin und dann einfach Archer. Wir brauchen einfach viele Archer. Wow. Shit. Ich glaube, das ist ein kleiner, aber leichter Fehler, den ich hier betreibe. Guck mal, wir haben Langbögen. Die haben irgendwie so Kurzbögen. Mit euch los. Die sterben jetzt schon. Ah, die werden erschossen. Okay. Wow. Guck mal, die können auf die Distanz schießen. Geil. Komm, komm. Mehr. Feuer. Hopp. Nein, die schießen. Oh, fuck. Oh, shit. Die haben unseren eigenen erschossen. Ihr seid so bescheuert, ihr zwei. Mit euren ekligen Ärschen. Oh, nee. Er hat schon einen Headshot gefressen. Er hat keine Chance mehr gegen... Oh, mein Gott. One on one. Na? Andere hat durchgehend über ihn drüber geschossen. 1500. Wir spielen gegen Footmen und Peasants. Also wir nehmen hier wieder eine Reihe Archer. Die stellen wir hier hinten auf. Die mache ich weg. Ich will die gerade hier haben. So. Und dann machen wir einfach Poacher. Dann mache ich noch Stop Peasants hier vorne hin. Scheinbar sind das... Oh, das wird jetzt eine krasse Attacke, ne? Das sind die Peasants, die nichts haben. Außer Augen. Dam, da, dam, dam, dam. Teambeschuss. Seid ihr dumm oder was? Guck dir das an. Die werden voll beschossen. Unsere eigenen. Sage mal, ich muss die anders aufstellen. Die sind zu bescheuert. Oh, guck mal, der eine mit seinem Schwert, die macht dich dort. Oh, der hat einen noch... Das ist so ein geiles Spiel. Guck, wie er nach oben guckt. Ich mache euch vielleicht... Oh,
Oh, mir viel Kohle. Okay, die Archer, die sind's, ne? Ich glaube, die Archer sind's. Wir machen hier ein Archer-Regiment hin. Und hier auch. Und jetzt machen wir hier Peasants. Aber wir können nur 50 Leute haben. Da müssen wir natürlich umstrukturieren. Das geht so nicht. Dann machen wir mal Samurai. So, meine Damen und Herren, ne? Warte mal, wir gehen noch ein bisschen hier weiter runter. Also, könnt mir gerne eure Aufstellung mal aufzeichnen. Aber sind die total behindert eigentlich? Ich meine, gut, dass sie jetzt auf meine Leute da vorne schießen, klar. Aber die Archer stehen nebeneinander und schießen sich tot. Wie macht ihr das? Der macht jetzt richtig den tricky Move von hinten. Oh, scheiße. Guck mal, der kommt voll gerannt, der Sperrmann. Komm, Leute, kommt. Kommt, ihr müsst so ein bisschen. Ihr müsst schon schießen. Gut, das war eine schlechte Idee. Den einen kriegen wir noch down, den Sperrmann. Klar. Aber wer war denn das? Wie bist du gestorben? Hinter dir. Ich verstehe schon, Leute. Folgendermaßen. Ein Archer, noch ein Archer, noch ein Archer, noch ein Archer. Es würde mich doch stark interessieren, was jetzt hier passiert bei dieser Aufstellung. Ich mache jetzt noch hier Musketenmänner hin. Nee, die werden ja abgeknallt. Hier, ich muss jetzt da ganz vorne machen, wie bescheuert. Nee, dann mache ich direkt Boxer hier vorne noch hin. Nee, Sperrmänner. Go! Komm, komm, komm. Hört auf zu schießen da hinten. Sehr gut. Die erste Truppe geht... Ihr blöden Arschlöcher da hinten. Oh, alle Roten sind hier vorne schon mal tot. Aber die Blauen kommen nicht voran. Sie kommen nicht voran. Leute, schießt euch bitte nicht gegenseitig tot, okay? Dieses Team ist wirklich... Die haben schwer zu tragen hier, guck mal. Jetzt schießt ihr euch gegenseitig ab. Ich weiß, weil ihr total bescheuert seid. Komm, der eine noch, den habt ihr. Ja, hast du damit gerechnet, ne? Level 6. Bis jetzt ziemlich easy. Das ist die beste Aufstellung, die ich jemals gesehen habe. Oh, shit, dude. Bam, 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 Black Betty, Rabbit. Ihr erstecht euch ja schon wieder gegenseitig. War es das wert? Ja, super, das sieht echt nicht gut aus irgendwie, ne? So, alles in allem haben wir, glaube ich, verloren. Wir haben noch einen? Nein. Da hinten haben wir noch einen. Okay. Ich habe da schon eine komplett andere Technik. Das hier, das ist meine Geheimwaffe. Die zwei hier. Die in den Boden schießen! Geheimwaffe. Also damit werden sie nicht... Damit werden sie nicht... Wow! Habt ihr die gerade eben gehört? Achtung! Feuer frei! Ihr seid so dumm. Alter, jetzt machen sie hier noch so Verkehr, ne, die Schweine. Ah, das sind wir vielleicht richtige Ferkel da. Also Friendly Fire in allen Ehren, meine Herren. Bam, schießt! Sag mal, die machen sich selbst gegenseitig irgendwie kaputt, ne? Feuer! Mehr! Fester! Schießt! Ach komm! Wegen einem einzigen kleinen Fixkind? Guck ihn dir an, wie er da rumstolziert, wie so eine Tunte. Egal, ich bin nicht aufgeregt. Hier welche hin und der Rest sind Boxer. Das sind die richtig krasse. Ihr müsst schon mal ein bisschen Damage machen, Boxer, kommt! Was ist das denn? Die wurden einfach überrannt. Ey, es ist so krass, wenn die schießen und der Bildschirm wackelt. Feuer! Ja, fester! Mehr! Achtung, passt auf, die da oben, das sind die Ablenkungsmannschaften. Und die hier, die machen die Teamkills. Ja, Leute, jetzt müsst ihr euch aber auch mal ein bisschen anstrengen hier, ne? Nicht hinlaufen, ihr seid doch Fernkämpfer. Die kommen doch zu euch. Wer schießt hier wieder wen ab? Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Auf wen schießt er? Oh, shit. Geplant verloren. Ich spüre übrigens eine Erkältung kommen. Das freut mich gerade gar nicht. Ich will mal schauen, was wir hier haben. Was ist das? Wow. Dann machen wir jetzt einfach hier Boxer außenrum und einen Sperrmann. Oh! Nein, nicht umfallen! Du hast schon super funktioniert. Jetzt weiß ich, was das ist. Eine Hawatscha oder wie die heißen. Die sind geil. Habt ihr dazu die Mythbuster-Folge gesehen? Da haben sie so eine nachgebaut. Ja klar, es war natürlich ein Reinfall, ist logisch. Ich muss die da hochstellen, die Hawatscha oder Hawatscha, Hau, Hau. Wir machen hier noch eine hin und jetzt pass mal auf, was das für eine krasse Scheiße gibt. Guck dir mal die auf. Was ist denn da los? Wie verpackt sind denn die Teile? Ja. Ja, schieß irgendwo hin, das ist klar. Lädt der nach? Okay, er stirbt einfach. Das ging erstmal in die Hose. Wir machen mal zwei Ballistas hier hin. Und dann in die Mitte kein Katapult, wenn wir nicht genug Cash haben. Musket. Und dann haben wir hier noch Peasants. Ja, das ist es. Oh Gott, das ist es. Ja. Ja. Feuer frei. Mit einem Riesenpfeil. Wow, die explodieren ja richtig. Und können überhaupt nicht zielen. Cool. Ja. Ich glaube, jetzt geht's der Ballista hier an den Kragen. Guck, wie er sich umdreht. Guck mal, wer da hängt. Oh shit. Er schießt dir voll in die Fresse. Leute, Zickmühle. Er hier lebt noch, der Feind, der direkt dran steht. Aber er da hinten ist leider tot. Ja, ist hinüber. Aber er steht so chillig da, so im Spagat. Er beobachtet die ganze Szene. Was passiert, wenn ich jetzt einfach meinen Schließmuskel komplett locker lasse? Wir nutzen jetzt hier mal Katapulte, die wir in die Mitte stellen. Und dann machen wir noch so ein Chariot da hinten. Und die Peasants, die hier vorne wieder ejakulieren. Oh ja. Ja, dass wir... Bam! Haben unsere Katapulte unsere Pferdchen totgesch... Wow! Guck mal, wie da
Da fehlt komplett die Besatzung an dem Katapult. Der Mann ist weg. Aber die Katapulte schießen sich ja gegenseitig ab. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Leute, wir müssen wieder auf unsere Musketengeschichte setzen. Und einen Wikinger, der hier vorne steht. Los. Ja. Och, guck mal, wie sie da stehen. Er läuft gegen den Stein. Oh, nice. Feuer! Hey! Und es ist niemand gestorben. Ihr seid so gut. Oh, fuck. Die kommen. Die kommen. Oh, mein Gott. Oh nein, das wird doch ein Teamkill. Ein Double-Teamkill, warum macht ihr das? Ihr hättet es eigentlich im Griff, wenn ihr nicht so bescheuert wärt, ne? Komm, du auf dem Stein, du überlebst. Zu dir kommt keiner hin. Oh. Also Level 6 hat das in sich. Ja, nice, nice, nice. Die fallen wie die Fliegen. Oh, da ist der erste Teamkill zu vermelden. Wie die Heulen. Alles klar, die zwei Männer. Oh, der war genau an der Waffe dran. Ihr schießt über die Schultern hinweg. Sehr schön. Oh nein, der eine kommt. Nein! Der muss weg, der eine hier. Der muss hinter euch kommen. Ganz viele. Oh, shit. Alles klar. Wir bauen eine Ballista in die Mitte. Die ist ziemlich hart, ne? Und jetzt passt auf. Ich fand die Musketen hier an der Seite schon nicht schlecht. Da brauchen wir halt vorne trotzdem so ein paar Schildis oder so, die da so ein bisschen was machen. Die so ein bisschen ablenken. Auch wenn es jetzt eher Teamkills gibt. Aber wir hoffen mal auf das Beste. Passt mal auf. Feuer! Frei! Hui! Ja! Direkt ein Triple Kill oder mehr. Das. So habe ich mir das gewünscht. Genau. Alter, wo? Ich wollte gerade sagen... Was war das denn? Warum hat er das gemacht? Habt ihr das gesehen? Ja, das kriegt er ja wirklich gerade wieder super hin, was er hier treibt. Ne, er schießt mich ab, den Kameramann. Der kickt die Leute weg. Wenn er nachlädt, kickt er die Leute weg. Vielleicht kriegt er das noch gewuppt. Der ist wahnsinnig, der Kerl. Der ist richtig on point, Alter. Der ist on point. Guck, wie ist der hängen? War nicht der Hund. Ja, der mit dem Schild blockiert. Ja, nice, komm. Oh, es geht durch den Schild durch. Die drängen uns gleich von der Map runter. Defeat? Wir haben noch eine Millisekunde länger überlebt. Ihr Bibis. Zwei Ballista brauchen wir. Spür's einfach. Und dann brauchen wir ganz viele so kleine Hack-Mack-Menschen, die einfach auch so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier so arg gepimmelt werden. Bitte trefft auch mal was. Gut, der Obere hat schon mal schön reingepimmelt. Und das war's auch schon. Oh, wo kommt denn der hergeflogen? Da lebt noch. Er haut so um mit seinen Beinen. Das ist so ein Kämpfer bis zum Schluss. Oh, er ist gerade mit dem Schwert in ihn reingefallen. Und er hat trotzdem überlebt. Stark. Guck mal, guck mal, guck mal. Genau. Defeat, schon wieder. Genauso stelle ich mir die Kämpfe von früher vor. Wir müssen sie etwas auseinanderstellen. Wir machen sie halt doch erstmal so. Und dann in die Mitte die Musketiere. Und dann noch ein Schildi hier so hin, der halt irgendwie mit drauf geht. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt eine gute Aufstellung ist. Aber wir warten es mal ab. Guck mal, der kann doch gar nicht treffen. Wo schießt der denn hin? Voll rein, Alter. Nice. Das war gut, Günnibert. Das war sehr gut. Ja, Leute, das ist es. Also, wenn wir das verlieren, dann raste ich echt aus. Auf! Männer! Nein, unsere zwei Solo-Künstler sind schon down. Ja, es sind noch zwei. Shit, shit, es sind noch zwei. Was macht der? Nein, komm, wenn der so nah nicht rankommt, bist du down, du Pissbacke. Guck mal. Was macht der? Ja, letzter ist hier. Nee, das ist noch, da ist ja noch einer. Wo kommt der Schild hierher? Nein, Fahrt, oh Gott. Ja! Ich gucke jetzt schon mal in Level 7 rein. Wir haben 1600 Dollar, ne? Wir können 50 Units jedes Mal machen und ihr seht hier alles, die Preise. Dann könnt ihr für Level 7 schon mal was zeichnen. Wir gehen jetzt mal rein. Die haben Archer, Cannons, Cannons. Warum haben wir keine Cannons? Da steht so Cannon Crew. Hä? Habe ich die nicht gesehen? Und wie ich der Zufall so will, habe ich hier einige Archer eingepackt. Des Weiteren einen Speermann. Here we go. Das Katapult fliegt erstmal, natürlich. Nein, wo rollt die Kugel hin? Geh weg. Sehr gut. Ja. Ja. Ja, eine Kanone. Zwei Kanonen sind down. Wir haben gewonnen. Easy. Wir haben noch voll viele Archer übrig. Er liegt in dem Teil drin, das abgeschossen wird. Ja. Komm, jawohl, hau die Archer weg. Nice. Der Schildi. Okay, er ist auch... Ja, wir haben gewonnen, Leute. Alles klar, ihr könnt für Level 8 einen Plan malen. Guck mal, wie er die Kanone reitet. Er war so richtig hot drauf gerade eben. Aber eins will ich noch testen. Passt mal auf. So einen schnellen, berittenen Hund. Ja, Achtung. Eine Cannon Crew hier hinten, ne? Ein Chariot. Hier, der reitet voll rein, ne? Und dann noch einfach 10 Peasants, die an der Seite rumpimmeln. Los! Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Guck mal, wie der reitet. Er hat gerade Breakdance gemacht. Wow, was macht der? Und er hat sowas von drauf, der Kerl. Guck mal. Ach du Scheiße, geht er ab. Es ist nur noch eine Kanone. Ja, jetzt ist er aber schwach. Hopp. Hopp. Guck mal, die fangen an, die Kanone zu. Und die kosen. Das war zu easy für uns. Wir brauchen einfach nochmal Level 9. Wir haben 3000 Dollar, Leute. Wir spielen ausschließlich, ja? Katapult-Action. Bam. Bye. Ba-ba-bam. Shit, wie... Das war wie ein Hagelsturm. Lanzenmänner, hört auf meine... What? Oh, shit. Jetzt verkeilen sie sich, ne? Jetzt wollen sie alle auf den einen schießen. Seid ihr bescheuert? Oh, nein. Hört doch auf.
Er ist tot, okay, er ist tot. Wir haben eine Mange verloren und er schießt gegen den Boden. Guck mal, wie er drauf hockt. Manfred denkt, er wäre extrem produktiv. Ja! Gut gemacht, Manfred! Ich zeige euch jetzt noch Welle 10, aber ich will sie garantiert nicht gewinnen. Deswegen spawne ich auch nur Samurais, dass ihr einfach das Level 10 seht. Wenn euch das Spiel gefällt, dann gebt einfach einen Daumen nach oben, damit ich ausloten kann, wie stark das Spiel auf dem Kanal vertreten sein soll. Und eben, um zu schauen, wie gut es euch gefällt. Also wir haben es eigentlich mit einer lächerlichen Anzahl an Feinden zu tun. Ich habe jetzt eben unser Geld nicht gesehen, aber wir scheinen auch nicht viel Geld zu haben. Guck mal rein, wir haben $2000. Was könnt ihr daraus machen, Leute? Wir müssen zusammen als Community Level 10 bestehen. Ich erwarte eure Vorschläge bis 0600. Wegtreten!